Guten Morgen, Leute. Willkommen zum ein neues Vlog. Ich bin müde. Heute ist einer von diesen Tagen, wo ich muss nicht mich auf dem Spiegel gucken. Ich fühle mehr als ich sehe. Müde, aber ich fühle mich müde. Incoming message. Still a piece of garbage. Ich habe schon meinen Kaffee hier. Wie gesagt, willkommen zu einem neuen Vlog. Ist ein Vlog. Täglich Vlog. Täglich sagt man das auf Deutsch? Daily Vlog. Und wie immer, ich würde zeigen, was ich im Studio heute mache. Wie gesagt, ich muss immer diese Sachen sagen. Manchmal kann ich nicht mit der Kamera immer in der Hand sein. Aber ich probiere mal zu zeigen, viel wie möglich. Ich heiße. Hallo Leute. So. Jetzt haben wir schon eine Tattoo gearbeitet, also weitergemacht. Ist noch nicht fertig, diese Hardline, weil die Kunde hatte so viele Schmerzen. Aber wir haben die Flag fertig gemacht und dann in der nächsten Sitzung macht sie alles bis Ende und dann ich möchte auch ihr zeigen. Aber heute hat sie nicht mehr geschafft. Aber ist gut, dass die Flagge schon fertig ist. Und bin ich sicher, ob heute war ein guter Tag zum Vloggen. Aber ja, ich bin eine Person wie alle andere Leute und gibt's Tage, das sind so eine Tage. Ist ein guter Tag sowieso, aber ich bin echt hangry, weil ich hatte einen Film, ein Video geplant für euch. Und das war ein sehr geiles Video mit viel, viel Arbeit. Und ich habe 11. geschafft. Und jetzt meine Premiere Pro offen nicht meine Datei. Weil ich musste vorher alles in Procreate machen und die Screen Recorder benutzen. Weil ich musste meine Screen Record. Und ich habe alles gemacht. Ich habe viel Datei und jetzt mein Procreate Pro kann es nicht runterladen. Und ja, das war ein geiles Video. Das ist ein geiles Video, weil jetzt ich habe diese ganze Clips und ich weiß nicht, was mache ich mit das. Aber ich möchte nicht wegschmeißen, weil das war so viel Arbeit. Das Video war über, wie kann man harmonisieren, also kombinieren, die ganze Element für eine Tattoo. Und das Video war so eine zum Beispiel, wenn die Kunde sagt, ich möchte dieses Element, ist nicht direkt zeichnen, aber ist ein Video zum zeigen, wie kann man diese ganze Element in Procreate kombinieren, so man kann ein gutes Tattoo Design machen mit diesem Programm. Und ich habe alles gemacht, also ist alles fertig, inklusive diese Design würde verfügbar zum Stechen, weil ja, ist geil geworden. Aber ich habe noch nicht gepostet. Ich würde zuerst das Video posten, aber jetzt weiß ich nicht mehr, weil ich kann nicht diese ganzen Clips benutzen. Deswegen ich bin ehrlich am Überlegen, ob ich mache alles wieder von Anfang. Aber anstatt benutzen diese Screen Recorder, benutze ich meine Kamera und mache ich so einfach so runter, so man kann mich sehen am Zeichnen, statt die Screen zeigen. Aber das heißt, dass ich kann nicht dieses Video nächste Woche posten, weil gibt's, ich habe nicht Zeit, es ist zu viel Arbeit. Und ich muss noch das Video bearbeiten. Ich muss noch mich selber filmen, am Sprechen, erklären, wie ich dieses Design gemacht habe. Ist ein großes Video zum Bearbeiten und das dauert länger. Deswegen für nächste Woche schaffe ich das nicht. Habe ich auch andere Videos programmiert. Diese vielleicht auch nicht für nächste Woche. Aber ich würde nicht sofort Nein sagen. Vielleicht schaffe ich noch. Aber ist auch ein cooles Video über Tattoo-Schattierung. Über vier Techniken. Das wird auch geil sein. Gucken wir, ob ich es schaffe. Aber jetzt gehen wir essen, weil kommen noch mehrere Kunden. Thank you.
jetzt mache ich noch weiter ein bisschen am Malen, Zeichnen, weil jetzt habe ich eine kurze Zeit, bis die nächste Kunde kommt. Wie du schon gesehen hast, habe ich schon ein paar Kunden gehabt. Jetzt, ich habe nicht vergessen, ein bisschen zum Filmen von die Tattoos. Aber wie gesagt, ich sage immer das Gleiche. Ich kann nicht immer filmen. Also, ich kann nicht immer mit der Kamera auf in der Hand sein. Deswegen, ich hoffe, du glücklich bist, weil ich habe geschafft, ein bisschen von den Tattoos filmen. Weil ich habe nicht vergessen. Jetzt, ich trinke noch einen Kaffee und ich mache weiter am Malen, weil ich brauche jede Sekunde. Ich muss noch heute ein paar Vorlagen schicken. Sonst wird es zu viel Arbeit insgesamt sein. Ich muss weiter. Sonst habe ich die ganze Vorlage zum Schicken zusammen. Und guck mal, habe ich jetzt gerade gesehen in meine Visor. Ich weiß nicht, wie sagt man das. Ich kann mich oben sehen. Und das ist wieder offen. Ich weiß nicht, wie habe ich das gemacht. Ein Wund. Ich habe gestern gefühlt, es brennt. Gestern, aber ich konnte nicht sehen. Man konnte nicht die Schnitten, wie sagt man das, sehen. Aber heute ist offen, ist rot. Sieht genau wie diese Wund, wie das wir machen mit Papier. So, tsch, Aber ich würde wissen, wenn ich habe einen Wund mit Papier in mein Gesicht gemacht. Oder? Ich glaube, ich würde es nicht vergessen. Ja, egal, Leute. Bis später. War so ein Tag. Also ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe etwas gefilmt. Aber das war ein Tag. Ich hatte Termin zum Stechen, dann ich hatte ein paar Beratungstermin, aber niemand hat gekommen in die richtige Uhrzeit. Ein paar Kunden später gekommen und dann die andere ein bisschen früher und dann war alles hin und her. Nichts wie mein Kalender, wie ich habe in meinen Kalender geschrieben. Also jeden Kunde hat gekommen, tut mir leid, ich bin ein bisschen zu spät. Und dann der andere, tut mir leid, ich bin ein bisschen zu früh. Also nicht gegen's, ne? Also war nur, weil die Kunden war am Stechen in dieser ganzen Zeit. Das Tattoo war nicht so groß, aber sie hat so lange gedauert, nur für ein kleines Tattoo. Ich glaube, sie hat mehr gewartet als gestochen. Also hat mehr lange gedauert, wie sie gewartet habe. Aber ich hatte, also ich weiß nicht, wann war das letzte Mal, ich hatte so einen Tag. Einen, nicht Tag, aber Nachmittag. Weiß ich, was ist los? Jetzt, ich kann nicht mehr, ich habe noch mehr Sachen, dass ich machen muss, nicht im Studio, also zu Hause. Deswegen, ich ende meinen Vlog hier. Heute zeichne ich auch nicht mehr, weil ich schon 18 Uhr, ich muss noch nach Hause, ich muss noch Sport machen heute. Mit meinem Sohn, mit meiner Familie bleiben und dann... Ja. Ich hoffe, ich habe keine Idee, wie lange dieser Vlog ist. Ich habe keine Idee, alles, was ich gefilmt habe, weil ich filme alles so hin und her. Aber ich hoffe, das ist, wie gesagt, ne, ist ein Vlog. Man kann nicht extra machen. Ich zeige, was passiert hier. Und bis zum nächsten Vlog. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, dieses Video Like geben, teilen. Und ja, bis zum nächsten Vlog oder nächstes Video. Bye!